Heute mache ich mich auf den Weg zum lieben PlaySample und zwar habe ich ein neues Spiel entdeckt und zwar Nonopoly. Der Play spielt das eigentlich relativ gerne und jetzt dachte ich mir, in Minecraft müssen wir es einfach auch mal ausprobieren. Gucken wir mal, ob er zu Hause ist. Er ist umgezogen, er hat ein neues Häuschen. Mal schauen, ich habe mich heute nicht angemeldet. Mal gucken, ob er da ist. Hey Play. Ah, Hotdog. Na, alles gut bei dir? Ja, wie immer, ne? Und bei dir? Wie geht's dir? Auch gut. Guck mal, was ich hier mitgebracht habe. Monopoly. Oh, ne. Komm mal erstmal rein hier. Ja. Wieso auch nee? Ah, nicht, dass das so abläuft wie beim letzten Mal, ne? Ach was, diesmal behältst du dein Haus. Ich versprech's. Hey, what happened? Und, falls nicht, du hast ein schönes neues Häuschen, also... Lass uns doch erstmal spielen. Ich hab auch das ganze Geld dabei. Ich hoffe, du auch. Dann geh mal in Wohnzimmer. Ja, okay. Dann geh mal im Wohnzimmer. Alles klar, ich stell's auf. Tja, so kann man auch mal ein Video beginnen. Ja, ich habe ein Kartenbild gebaut und zwar kann man hier sich in Minecraft ja viele Sachen machen und eine davon habe ich mir gedacht, ein Monopoly-Spiel, das brauche ich. Keine Ahnung warum, ich wollte jedenfalls ein Monopoly-Spiel haben und das ist daraus geworden. Ich glaube, ein Tutorial daraus wäre ein bisschen zu hart, dieses Pixel-Ding, weil es ist an sich ja nur ein Pixelbild. Wer sich genau so ein Monopoly-Spiel bauen will, muss ja eigentlich jetzt hier in dieser Stelle nur das Video anhalten und kann es sich abpixeln. Ich gehe es trotzdem nochmal mit euch ein bisschen genauer durch. Ich weiß, ich fliege hier ein bisschen lang. Man kann sich dann so ein bisschen basteln. Ich habe ja auch ein bisschen in 3D gebastelt. Zum Beispiel hier diese Minecarts, was er denn hier, sage ich mal, der Bahnhof darstellen soll. Das habe ich ein bisschen 3D gemacht, denn auf Karten ist so ein bisschen auch mit Schatten zu spielen. Das heißt, ihr müsst ja auch immer darauf achten, wenn ihr was höher setzt, dass dann auch dadurch etwas halt so eine Tiefe entsteht. Da habe ich so ein bisschen mit den Cut halt rumgespielt, aber da muss man immer gucken, was einem da gefällt. Man kann es natürlich auch alles in den Boden hauen. Was mich jetzt noch geärgert hat, und zwar bei einem Minecraft-Update, wurden hier diese Redstone-Lampen, sag ich mal, durchsichtig gemacht. Und daher habe ich jetzt hier erstmal provisorisch Holzblöcke hingesetzt. Ich gehe mal davon aus, dass wenn sie das ändern wieder, dass ich dann, sag ich mal, diese Holzblöcke entfernen kann und wieder nur diese Redstone-Lampen habe, weil die sind unsichtbar. Wenn ich die mir jetzt, sag ich mal, jetzt einfach mal hier so platziere. So, gucken wir mal. Ne, seht ihr da auf der Karte, dass da nichts ist. Also die sind unsichtbar gemacht worden. Die waren vorm Update, sag ich mal, so ein Braunton und so einen perfekten Kistenbraunton. Ihr seht es ja auch ganz gut hier manche, die sind noch mit Farbe und da, wo die Holzblöcke drauf sind, die sind halt unsichtbar. Ganz komisch. Na gut, ihr seht ja, manchmal kann man sich ja hier die Felder ein bisschen machen. Ich habe natürlich jetzt keine Beschriftung drauf gemacht, wenn man überlegt, das ist ja so ein Minecraft-Spiel, da kann man das ja machen. Auch noch eine besondere Sache, ihr kennt ja den Polizisten auf dem Spielbrett. Und da habe ich erst überlegt, wie ich mit dem ein bisschen mache, weil es ist ja doch ein bisschen knifflig, weil der ja, sag ich mal, schräg ist. Und wenn man sie jetzt, sag ich mal, von hier jetzt aus guckt, dann würde man nicht wirklich erkennen, dass das dieser Polizist ist. Erst wenn man wirklich auf dem Spielbrett, sag ich mal, guckt, erkennt man, ah, das ist ein Polizist. Na, also, wenn man wirklich hier so schräg guckt, erkennt man es halt nicht. Das war so ein bisschen die schwierige, da muss man halt so ein bisschen gucken. Ne? Aber ich glaube, auf dem Spielbrett, da erkennt man auch ganz gut, dass es der Polizist ist. Und sonst ist so ein Monopoly-Spiel eigentlich gar nicht mal so kompliziert, sich die hier zu machen. Und dann würde ich sagen, würfeln wir und dann gucken wir mal, wer am weitesten kommt und wer natürlich auch die meisten Häuser kauft. Ich weiß nicht, welche Häuser kauft ihr eigentlich am meisten? Also ich bin immer so ein Freund, der sich immer gerne die teuersten Sachen kauft. Also die blauen Straßen hier hinten am Ende, die kaufe ich mir eigentlich meistens, weil ich immer weiß, irgendwann hast du da die Häuser drauf und dann gewinnst du, wenn nur irgendeiner drauf kommt. Weil das kann sich dann keiner mehr leisten. Gut, aber so könnte man Monopoly spielen, ne? Alle hier, zack, am Würfeln und dann kannst du hier auch mit der Karte in der Hand so weiter mit den Maschinen und jeder sieht, wo der andere ist. Ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Anregung geben, was man sich für Karten wieder macht. Es werden noch weitere Videos folgen, wo, sag ich mal, ich ein paar Kartenvideos mache. Also wenn du nichts verpassen willst, vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Schau noch gerne in der Infobox nach. Aber ansonsten hören wir oder sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleib gesund, haut rein und ciao.